Du willst deine Energie maximieren und über den Tag hinweg die maximale Energie rausholen? Dann, mein Freund, dann pass jetzt mal ganz genau auf. Um das Maximalste aus deinem Tag herauszuholen, ja, brauchst du maximale Energie. Aber über den Tag hinweg ist es so, dass die Energie so langsam, aber sicher manchmal so ein bisschen abfällt. Zum Beispiel im Mittagstief, ja, nach Mittagessen. Da fühlt man sich manchmal träge und einfach ein bisschen schwer. Und dann hat man einfach nicht mehr so viel Energie. Und damit das nicht passiert bei dir, damit du wirklich das Maximalste herausholst aus deinem Tag, gibt es heute ein paar Tipps dazu. Erster Tipp, schau dir immer dein Vision Board an. Wenn du nicht weißt, was ein Vision Board ist, ein Vision Board, da hältst du deine Vision in Bildern fest. Und wenn du deine Vision in Bildern Tag für Tag vor dir liegen hast und Tag für Tag siehst, das bringt dir richtig gute Motivation. Ich persönlich mache das zum Beispiel so, dass ich ein Vision Board A auf meinem Laptop, Desktop-Hintergrund habe, damit ich das halt immer wieder sehe. Und das gleiche habe ich auch nochmal auf meinem Handy-Hintergrund, damit ich halt weiß, okay, Daniel, wofür arbeitest du eigentlich? Wofür gibst du so viel Gas? Und wenn du dein Vision Board dann immer vor Augen hast, zum Beispiel als Handy-Hintergrund oder Desktop-Hintergrund, das gibt dir einfach Motivation über den ganzen Tag hinweg. Next one. Ziele schriftlich festhalten. Und dabei ist ganz wichtig, das schriftlich festhalten. Wenn du nicht weißt, wo dein Ziel ist, dann eierst du einfach rum. Ja? Stell dir mal einen Marathon vor ohne Ziel. Ja? Dann wird es gar kein Ende geben. Und oftmals ist es so, wenn du deine Ziele nicht schriftlich festhältst, dann bist du manchmal orientierungslos und dann weißt du gar nicht, wo die Richtung für dich hingeht. Wie macht man das Ganze am besten? Am besten kannst du es so machen, dass du zum Beispiel ein 5-Jahres-Ziel dir steckst, ein 1-Jahres-Ziel dir steckst und das Ganze einfach runterbrichst. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe mir zum Beispiel als 5-Jahres-Ziel gesteckt, dass ich 6000 Kilometer laufe in 5 Jahren. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen viel an. Aber wenn du das dann einfach runterbrichst, zum Beispiel auf 1 Jahr, in einem Jahr muss ich dann 1200 Kilometer laufen, ist vielleicht auch noch viel. Aber wenn du es auf einen Monat runterbrichst, in einem Monat muss ich 100 Kilometer laufen, dann ist das schon ein bisschen weniger. Und wenn du es dann auf einen Tag herunterbrichst, einen Tag muss ich 3,3 Kilometer laufen, ja, damit ich mein 5-Jahres-Ziel 6000 Kilometer nach 5 Jahren erreiche. Und 3,3 Kilometer am Tag zu laufen, ist ja am Ende des Tages gar nicht mehr so viel. Und wichtig ist einfach, dass man das schriftlich festhält. Und wenn du zum Beispiel Probleme damit hast, empfehle ich dir auch, das Ganze jeden Morgen aufs Neue zu machen. Jeden Morgen als Routine deine Ziele immer wieder schriftlich festhalten. Der nächste Tipp ist vor allen Dingen dann gut, wenn du viel zu tun hast, wenn du sehr viel unter Druck stehst und auch vielleicht sogar sehr gestresst bist. Dann hilft dieser Tipp einfach mal wieder kurz runterzukommen, um in die Ruhe zu kommen, um danach wieder richtig Vollgas zu geben. Und zwar einfach deine Augen schließen und bewusst deine Umgebung wahrnehmen. Was passiert gerade um dich herum? Und wenn du deine Augen schließt und bewusst wahrnimmst und einfach bewusst deine Umgebung wahrnimmst. Zum Beispiel zwitschern gerade Vögel oder fährt gerade ein Auto an dir vorbei. Nimm das einfach mal bewusst wahr. Das erdet dich einfach wieder für einen kurzen Moment. Du kommst in die Ruhe rein und man weiß ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Und danach kannst du dann wieder mit Vollgas und Attacke weitermachen. Den folgenden Tipp kannst du übrigens sehr gut mit dem vorherigen Tipp kombinieren. Und zwar dankbar sein. Wenn du deine Augen schließt und deine Umgebung wahrnimmst und dann gleichzeitig auch noch dankbar bist, dann gibt dir das richtig viel Energie. Zum Beispiel kannst du dich auf deinen Atem konzentrieren und dankbar dafür sein, dass du atmen kannst. Oder sei dankbar dafür, dass du gesund bist. Sei dankbar dafür, dass du zum Beispiel in Deutschland wohnst. Wo auch immer du dankbar für sein kannst. Sei dankbar, denn Dankbarkeit gibt dir richtig, 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 richtig viel Energie. Fünftens, wer rastet, der rostet. Das hat schon meine Oma gesagt. Und das bedeutet, sei aktiv. Beispiel, du hast zum Beispiel beim anstrengenden Tag, hast du Mittag gegessen, hast vielleicht auch ein bisschen zu viel gegessen und dann fühlst du dich langsam träge. Das Energielevel senkt sich so langsam. Wenn du das merkst, geh einfach raus, mach zum Beispiel einen Spaziergang. Geh einfach raus, es kurbelt natürlich den Stoffwechsel an, du kriegst ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Sauerstoff und danach fühlst du dich einfach nicht mehr so träge. Oder du hast zum Beispiel einen sehr anstrengenden Tag hinter dir, kopfmäßig, und deine Konzentration nimmt im Laufe des Tages einfach so ein bisschen ab. Und wenn du das merkst, stehst du einfach auf und machst einfach Liegestütze. Ja, das kannst du überall machen. Du kannst überall Liegestütze machen. Und wenn du dann einfach mal ein paar Push-Ups machst, ja, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dein Energielevel schießt direkt nach oben. Und wenn du den ersten Satz gemacht hast, dann machst du vielleicht auch einen zweiten Satz und dann geht Energielevel geht noch mal ein Stück nach oben, dann machst du noch einen dritten Satz und dann fühlst du dich wie King Adonis. Sechstens, eine kalte Dusche am Morgen vertreibt nicht nur Kummer und Sorgen, sondern bringt dein Energielevel auch direkt in den Himmel. Ich persönlich bin halt ein Warmduscher. Sind wir ehrlich, ich bin einfach ein Warmduscher und ich kann das auch nicht. Ich kann nicht direkt morgens in eine eiskalte Dusche reinspringen. Aber ich mache das dann so, dann schraube ich die Dusche einfach mal von lauwarm runter auf etwas kühler und dann wieder in etwas kühler, bis es dann irgendwann kalt ist und dann springe ich auch schnell raus und dann habe ich mein Energielevel auch
wieder hier oben und das ist perfekt. Und auch wesentlich besser zum Aushalten. Siebtens, atmen. Du kannst tatsächlich mit bestimmten Atemtechniken deinen Körper einfach runterbringen, also seinen Körper in die Ruhe bringen und somit kommst du auch gleichzeitig wieder in eine Energie von innen rein. Völlig freaky, ja, hört sich vielleicht mal völlig freaky an, aber das ist wirklich enorm krass. Es gibt natürlich, wenn man sich ja schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, verschiedene Leute, die in dem Bereich tätig sind und wenn man sich mal ein bisschen recherchiert hat, dann kommt man auf jeden Fall auf den Namen Wim Hof. Der ist halt der Atemtechniken-Guru, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt nicht für eine bestimmte Person Werbung machen, aber ich will dir einfach nur sagen, dass du mit bestimmten Atemtechniken dein Energielevel nach oben schrauben kannst, aber auch deinen Körper runterfahren kannst. Und das ist einfach eine wichtige Info, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und ich packe dir einfach mal ein paar weiterführende Links zu dem Typen Wim Hof oder auch zum Thema Atmen unten in die Infobox rein. Jeder kennt das Gefühl, der mal zum Mittagessen Fast Food gegessen hat. Was passiert dann? Dein Energielevel sinkt mega in den Keller. Heißt, grundsätzlich ist es auch so, dass Fast Food sowieso dein Energielevel nach unten zieht. Im Umkehrschluss heißt das, wir müssen uns gut ernähren. Denn gute Nahrung steigert unser Energielevel. Wenn wir uns nämlich gut ernähren, dann hat das einen mega positiven Einfluss auf unseren Energiehaushalt, weil man im Hinterkopf hat, dass Nahrung eigentlich der Brennstoff für unseren Motor, also für unseren Körper ist, ja, und man immer darüber nachdenkt, wenn man was isst, dass man den Brennstoff für den Körper zu sich nimmt, dann achtet man auch vielleicht ein bisschen bewusster darauf, was man zu sich nimmt und dann überlegt man dreimal, ob man den Burger an der Ecke isst. Bedeutet, für maximale Energie maximal gute Nährstoffe zu sich nehmen. Das ist wichtig. Neuntens, viel Wasser trinken. Ich persönlich habe mich auch eine Zeit lang sehr schwer damit getan, über den Tag verteilt genügend Wasser zu trinken, aber man muss sich wirklich dazu zwingen, genügend Wasser zu trinken. Wenn man das nämlich nicht macht, wenn man den Körper nicht mit genügend Wasser versorgt, dann kann man einfach nicht volle Leistung bringen und eine mega Performance abliefern. Wasser ist nämlich unfassbar wichtig, denn Wasser löst zum Beispiel die festen Bestandteile der Nahrung. Wasser ist das Kühlmittel deines Körpers. Wasser lässt Ballaststoffe quellen. Als Bestandteil von Geweben und Zellen formt Wasser auch deinen Körper. Und Wasser ist natürlich zudem auch ein wichtiges Transportmittel beim Ausscheidungsprozess. Und Wasser ist zudem auch der Treibstoff für die Nieren. Also, muss ich noch mehr sagen zum Thema Wasser? Wasser ist einfach wichtig für deine Energie. Und zehntens, meine Lieben, umgibt euch mit positiven Menschen. Vielleicht kennt ihr die Situation, ihr habt mal mega krasse Stimmungstief. Und dann kommt eine Person an dir vorbei und du unterhältst dich mit der Person. Und die Person hat super gute Laune, super gute Energie. Und die Energie von dieser Person schwappt einfach auf deine schlechte Laune über. Und auf einmal aus deiner schlechten Laune kommst du Step by Step raus, umso länger du dich mit der Person umgibst. Was bedeutet das? Umgib dich einfach mit Leuten, die eine positive Ausstrahlung haben, die eine positive Energie haben. Denn diese positive Energie, die schwappt auf dich über und dann steigert das auch dein Energielevel. Am Ende des Tages solltest du das auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, wenn du darüber nachdenkst, mit wem du dich umgibst, mit wem du zusammen bist. Und wenn du dann wirklich einen guten Umkreis hast, ein gutes Umfeld hast, mit positiver Energie, mit positiven Menschen, dann steigert das wirklich enorm deine Energie. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen einen maximal produktiven Tag mit maximaler Energie und maximalen Erfolg. Leute, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.